Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Twin Sector. Ja, ihr habt euch eine Fortsetzung gewünscht und ja gut, dann werden wir diese Fortsetzung auch machen. Die ersten 5 Folgen hatten wir ja schon hinter uns und hier haben wir jetzt so ein kleines Problem. Da müssen wir irgendwie über die Laser kommen und ich habe da mal ein bisschen rumprobiert. Das Schöne ist, wenn ich jetzt hier einen Knopf gedrückt halte, dann sinkt die Plattform ab. So, also ich darf den nicht nur kurz antippen, sondern ich muss die gedrückt halten. Oh, gucken, dass wir hier entsprechend so ungefähr hinkommen, dass wir vielleicht dann nicht gleich neutralisiert werden. So, mit dem hier müssen wir ja dann hoch. Oh, und zwar so hoch, dass wir im Prinzip über dem obersten sind. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. So, mal gucken, reicht das schon von der Höhe oder nicht. Mal kurz gucken, ob der Strahl unterbrochen wird. Ne, der obere wird noch nicht unterbrochen. Noch ein Stückchen höher. Jetzt wird der Strahl unterbrochen, das heißt, wir sind hoch genug. So, das gibt aber eine ganz schöne Springorgie hier. Puh, 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 ich ahne da Schlimmes. So, den werden wir auf alle Fälle mal weit genug absenken hier. Dass wir mit dem sozusagen dann starten können. So, ich denke mal, das sollte zum Draufspringen reichen. Und dann werden wir den auch noch ein Stückchen runter machen. So. Ja, kriegen wir das mit Springen hin und dann da hoch. Puh, das wird tricky. Okay, werden wir mal probieren. Die oberste ist also auch in Ordnung. Jetzt warten wir also einfach mal ab, bis das Ding hier ist. Laden aber schon mal unseren Handschuh auf. So, jetzt gehen wir mal nach vorne, springen hier hoch und ab nach oben. Ah, nach vorne. Nein, das war nix und das war tot. Okay, dann mache ich das anders. Ich lade das jetzt gleich hier nochmal richtig neu. Ich will da nicht durch alles 10 nochmal durch. Baby. Also der Weg ist richtig. Allerdings ist das nicht ganz so das, was ich mir jetzt erhofft hatte. Also wenn wir hier die nochmal in Position bringen und ich würde sagen, danach speichern wir auch gleich nochmal ab. Dammit, das wollte ich nicht. So. Den mal ein bisschen ablassen, so auf diese Ebene, dass wir dann da durchrennen können. Okay, den müssen wir nach oben schieben. Und zwar so, dass der oberste im Prinzip dann genau kurz unterbrochen wird. Dann sind wir also hoch genug. Gucken wir uns nochmal an. Ja, das passt, das ist in Ordnung. So, den müssen wir weiter runter machen. Am besten so, dass wir auch einen Blick haben dafür. So, das sollte reichen, nicht zu weit. Ja, ich glaube, das kommt hin. Da können wir dann noch ein Stückchen runter. Ja, das sollte auch noch gerade gehen. Und den müssen wir natürlich auch runter machen, damit wir hier überhaupt erstmal drauf springen können. Mal gucken, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Und dann müssen wir einfach nur da hochkommen. So, jetzt speichere ich mal schnell auf Zwischen. Speichern ab sozusagen. Dass wir dann, wenn hier ab der Stelle loslegen können. Und ja, jetzt warten wir, bis die gleich wieder hier auf dem Weg hierher ist. Und dann versuchen wir das nochmal. Ich lade schon mal den Handschuh auf. So, jetzt ist er auf dem Weg hierher. Jetzt geht er wieder zurück. Das heißt, hier können wir schon mal hoch. Und jetzt ab nach oben. Ah, nein. Ach, wieder nicht. Mist, also gleich nochmal laden. Oh, meine Güte. Da ist irgendwas mit dem Timing noch nicht so gut. Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir da drüber kommen. So, jetzt probieren wir das gleich nochmal. Müssen uns dann da ganz nach oben orientieren. Das müsste mit dem Hochspringen reichen. Also wir laden schon mal den Handschuh auf. Jetzt müsste das gleich kommen. Okay, jetzt geht's wieder zurück. Das heißt, wir werden jetzt hier mal hochspringen. Hier mal hochspringen und jetzt nach oben und sind wir oben drauf. Ha, damn it. Ah, und wir sind im Wasser, aber wir leben noch. Das ist schon mal gut. Puh, puh, puh. Nee, das war jetzt nicht so ganz das, was ich mir gedacht habe. Ha, halt. Wir müssen da ganz nach hinten. So. Es ist natürlich die Frage, hier sind wir auch noch unter Wasser. Die Handschuhe funktionieren nicht. Also müssen wir mal gucken, dass wir hier jetzt ganz schnell wieder aus dem Wasser rauskommen. Eieieiei. Mann, 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 Mann. Das war jetzt gar nicht so toll. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Achso, wir sind noch im Kriechgang. Jetzt müssen wir hier mit unserem Fass nochmal üben. Mit der Ballistik halt. Bleibst du da, Fass? Hallo, Fass? Das Fass mag mich nicht. So,
So, jetzt haben wir das. So, und hier hat der MechWarago auch gesagt, ich soll die ballistische Kurve mal mit berücksichtigen. Das werden wir mal machen. Und tatsächlich, ja, kaum berücksichtigt man das und schon funktioniert das hier. So, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Also, wir waren ganz knapp dran. Können jetzt höchstens mal gucken, ob man das vielleicht noch ein Stückchen... Nee, das war jetzt die falsche. Mist. So, mal gucken, stehen wir da gut? Ja, das passt. Den müssten wir vielleicht noch einen kleinen Tick runter machen. Ja, das passt. Da brauchen wir nicht ganz so hoch zu springen. Dann könnten wir es vielleicht schaffen. So, wir nutzen mal Handschuh aufladen. Werden jetzt mal losspringen. So, auf dem ersten sind wir drauf. Nach oben hoch, nach vorne und halt und wieder neutralisiert. So ein Ärger. Überlegung ist, ob wir vielleicht uns ducken können, aber ich glaube, das wird auch nicht reichen. Oh, meine Herren Gesangsverein, da müssen wir doch irgendwie durchkommen. Nur einmal möchte ich da hoch, dann haben wir es doch geschafft. Okay, also wir versuchen es nochmal. Das heißt, jetzt schon mal Handschuhe aufladen. Vorlaufen, hochspringen, vorlaufen und hoch. Und hoch und hoch und hoch. Und ja, wir sind oben drauf. So, wunderbar. Da ist der Laser. Da warten wir jetzt mal ganz gemütlich, bis der hier vorbei ist. Und wenn der wieder zurückläuft, werden wir jetzt mal so schnell hier runter ducken. Und draußen sind wir. Puh, das haben wir geschafft. Die Barriere ist geknackt. Wo ist die Keycard? Da ist sie. Die brauchen wir nämlich jetzt so. Spielstand gespeichert, Kontrollpunkt erreicht. Ja, das ist schon mal gut. So, und hier machen wir es uns jetzt ganz einfach, glaube ich. Ja, wir springen hier einfach ins Wasser und werden da unten entsprechend mal da durchgehen. So. Und werden uns hier wieder nach oben bewegen. Damit haben wir das nämlich erledigt. So, und jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir wieder woanders lang. Da drüben müssen wir wieder hin. Also noch einmal das Fass nehmen zum Werfen. So, wieder die ballistische Kurve testen. Gucken, ob wir das diesmal richtig gleich finden. So, nee, das war nicht ganz so optimal. Komm mal her. Hallo? So, nehmen wir gleich mal auf. Probieren das jetzt nochmal. So, Knopf genau getroffen. Gut, die Keykarte haben wir. Sind also wieder einen Schritt weiter. So, und jetzt müssen wir gucken. Da drüben müssen wir hin, da kommen wir mit der Keykarte rein. Also werden wir mal Gas geben. So, einmal darüber springen. Wunderbar. Und hier sind wir mit der Keykarte jetzt wieder einen Schritt weiter. So, wir gucken, wie es hier aussieht. Au, Backe, der ist futsch. Der ist kaputt. Da kommen wir nicht weiter. Ich befürchte... Oh, oh. Ja, da oben geht's raus. Da oben geht's raus. Also müssen wir uns jetzt irgendwie hier nach oben katapultieren. Gucken, ob wir das hier so auf Anhieb schaffen. So. Ja, das reicht nicht ganz. Ah, wir sind auf dem Rohr gelandet. Okay. Dann werden wir jetzt mal hier hochspringen. Aua, 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 aua. Nicht gut. Gar nicht gut. So. Etwas ruhiger das Ganze angehen lassen. Dann sollte das auch funktionieren. So. Jetzt sind wir auf dem Rohr hier drauf. Das ist schon mal gut. Springen jetzt mal hier auf das nächste. So. Und, ja, perfekt gelandet. So, und jetzt müssen wir hier drauf. Gucken, können wir da hinten dran... Oh, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht drüber fliegen oder zu weit springen. Okay, also hier mal ein bisschen Gas geben. So. So. Und wir sind auf dem Rohr. Wunderbar. Okay, das passt soweit. Da oben müssen wir hoch. Da geht's weiter. Mal ein Stückchen zurück. Mal gucken, müssten wir eigentlich direkt hochkommen. So, einmal... Nein, das reicht nicht. Ach, damit. Also müssen wir doch nochmal hier hoch erst. So. War ich zu früh? Okay, dann gehen wir nochmal ein Schrittchen zurück. Probieren das jetzt nochmal weiter hoch. So, jetzt sind wir hier oben auf dem Rohr. Wow, da geht's aber auch böse nach unten. So, und jetzt müssen wir darüber gucken, wie wir das hinkriegen. Also Sprung. Und gleich dahin. So, ich hoffe, wir sind einigermaßen gut gelandet. Ja, genau da, wo wir hin müssen. So, hier mal aufmachen. Oh, und jetzt sind wir hier wieder am nächsten Punkt. Mal gucken, was hier erwartet. Okay, Oskar, ich schaue jetzt auf die drei Sicherungskästen oben an der Wand. Ah, ja, sind da. Die für die Wassersteuerung? Ja, die fehlenden Sicherungen müssten in den Wartungsöffnungen sein. Ich fürchte, du musst durch die Röhren kriechen, um sie zu finden. Okay. Boah, ist doch nicht euer Ernst. Durch diese Röhren durchkrabbeln? Oh, oh. Und wie kommen wir da hin?
Also, ach du lieber Gott, irgendwie müssen wir, glaube ich, jetzt darüber. Puh, wie machen wir das am besten? Oder müssen wir hier vielleicht über die Rohre drüber und da gucken? Ja, irgendwie müssen wir weiterkommen. Ich versuch's mal oben rum. Das heißt, wir gucken mal, kann man normal springen? Müsste eigentlich gehen. Aber ich nehme lieber doch mal hier meinen Lieblingshandschuh. So, nee, das klappt nicht. Oh, ja, zum Glück nicht ganz runtergefallen. Das klappt soweit. So, hier müssen wir irgendwie durch die Röhren durch. Das sieht aber gar nicht so toll aus. Moment, da oben ist ein Eingang. Da unten ist noch einer. Können wir mal gucken, ob wir da irgendwo hinkommen. So, oder geht das nicht? Oh, hier kommen wir auch irgendwo raus. Ah ja, schick. Hm? Da waren wir doch, oder? Gerade mal gucken. Ah nee, das ist das, wo der kaputte Schalter ist. Aber jetzt haben wir die Tür schon mal geöffnet, das ist gut. So, und jetzt überlegen, wie kommen wir da runter? Ja, ich glaube, wir werden uns mal hier ins Wasser begeben müssen, weil irgendwie schaut das so aus, als ob wir da unter Wasser nach drüben müssen. Werden wir mal gucken. Oh, hier müssen wir uns ducken. Können wir nämlich vielleicht gleich nach da ganz hinten durch. Mal gucken, ob wir das von der Zeit her hinkriegen. Viel Luft holen ist ja nicht. Ich hoffe nur, da geht's wieder hoch. Und wir haben uns da nicht verkalkuliert. Das sieht ganz gut aus. So. Und jetzt wieder nach oben. Boah, einmal tief Luft holen. Ja, ist auch viel Wasser hier. Oh, mal gucken, da geht's nicht weiter. Ah, hier kommen wir durch. Okay, da ist der einzigste Ausgang. Da müsste man eigentlich auch so hochspringen können. Einmal ducken und einmal da durch. Mann, Mann, das ist aber auch eng hier. Auch wieder aufrichten. So, nochmal hoch. Oh, hier wieder ducken. Oh, Achtung, Rohr. Gucken, da geht's runter. Okay, ah, da ist die erste Sicherung. Heißt, hier können wir ja eigentlich nochmal runtergehen. Super. So, und da haben wir die erste Sicherung. Die können wir auch nicht uns so holen. Das heißt, wir müssen darüber. Das heißt, wir werden mal da ein bisschen Energie benutzen und sind im Wasser gelandet. Okay, das klappt so also nicht. Vielleicht sollten wir von hier unten mal probieren. Oh, war etwas schwach. Uiuiuiui. Also gleich mal gucken. Bisschen mehr Energie nehmen. So, jetzt sind wir hier drin. Wunderbar. Und da... genau, ist die erste Sicherung. Die werden wir uns mal schnappen. Und jetzt werden wir hier weiterlaufen. Also, wir kommen hier gut vorwärts heute. Ja, hab da auch ein bisschen sozusagen versucht, mal mein logisches Denken etwas zu verbessern. So, gehen wir erstmal hier rein. Und gucken, wo wir hier weiterkommen. Hier unten geht gar nichts. Ja, da oben. Ah, da ist noch eine Röhre. Mal gucken, irgendwie müssen wir da hochkommen. Nehmen wir mal unseren Powerhandschuh. Und springen gleichzeitig noch. Das sollte hinhauen. Ja, passt perfekt. Da ist zu. Dann gehe ich mal hier rein. Oh Gott, das sieht aber nicht schön aus. Gar nicht schön. So, erstmal gucken, was uns hier erwartet. Nichts Besonderes. Okay. Den Kriechgang. Ah, da liegt die nächste Sicherung. Ha! Perfekte Mente. Nummer 2 haben wir. Eine Sicherung fehlt uns noch. Na gut, er hat ja angekündigt, dass wir hier durch die Röhren durchkrabbeln müssen. So, wie sieht's hier aus? Oh, da geht's nach unten. Dann werde ich mal am besten hier so nach rechts rüber gehen. Schauen wir mal, wo wir da unten hin müssen. Wow, 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 da geht's abwärts. So, dann würde ich sagen, springen wir darüber und federn uns ein bisschen ab. So, das war jetzt ganz schlecht gefedert. Ach, da drüben geht's noch hoch. Puh, ich dachte schon, wir müssen jetzt hier jämmerlich absaufen. Aber da haben wir nochmal Glück gehabt. Sind wir also auch dahin gekommen. So, und hier, da vorne liegt die dritte Sicherung. Okay, den Sprung versuchen wir jetzt mal noch. So, das hat auch gut geklappt. Ja, jetzt haben wir hier... Oscar, ich sehe noch einen Tracer. Er kommt direkt auf mich zu. Oh, oh. Tracer ist gar nicht gut. Ich versuche mein Bestes, Nummer 9. Aber ich kann sie nicht kontrollieren. Irgendwas läuft total aus dem Ruder. Oh, oh, oh. Das ist gar nicht gut. So, und der MechWuraku hatte ja gesagt, ich soll mal was probieren. So, ich nehme mal hier so ein Fass. Werde mal gucken, ob ich das auf den schleudern kann. Ah, lass mich in Ruhe. Hilfe, Hilfe.
So, Fass nehmen und auf den schleudern. Ah, das deaktiviert den. Gut, danke Mekuragu da für den Tipp. In diesem Sinne werden wir jetzt mal hier gucken, dass wir hier schleunigst rauskommen. Vielleicht hier noch schnell hoch. Das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Oh, und da kommen wir nicht rein. Ich mach mal schnell ein Zwischenspeichern. Und da kommt der Trödel schon wieder an. Edge, unter Wasser kriegst du mich nicht, oder? Oh, der ist unter Wasser. Nein, der ist nicht unter Wasser. Oh, der stört mich aber trotzdem. Und ich komme nicht raus. Ah, gar nicht gut, gar nicht gut. Und ich wurde neutralisiert. Okay, also das Vieh macht mich ganz böse kaputt. Da ist jetzt die Frage, wie kommen wir da weiter? Das werden wir uns in der nächsten Folge aber anschauen. Für heute sind wir durch. Ich will jetzt nochmal gerade gucken, wo wir rauskommen. Okay, Oscar, ich schaue jetzt auf die drei Sicherungskästen. Nee, das werden wir nicht machen. Ich werde dann auf den anderen Spielstand wechseln. Da haben wir ja schon mal zwischengespeichert. Und ja, wenn der Tracer dann kommt, da müssen wir mal gucken, wie wir den im Prinzip außer Gefecht setzen und wir schnell abhauen können. Und da ist er auch schon. So. Ich gehe aber jetzt mal kurz auf Pause. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit dem spannenden Kampf gegen den nächsten Tracer. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Servus und tschüss.